Nochmal eine Info, das sage ich auch immer wieder. Das Licht auf dieser Bühne ist wirklich sehr, sehr hell. Also meine Augen sind eigentlich größer. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie war's? Habt ihr gesehen? Ich sah gerade aus wie Prince. Aber das nur mal am Rande. Letzten Sonntag saß ich bei einem guten Kumpel von mir. Scheifele heißt der. Wir hatten Hunger bekommen. Ich zum Scheifele. Du, lass doch mal was bei deinem Stammchinesen bestellen. Scheifele, Iljong, ruf du da bitte an. Ich verstehe die China-Tante nie. Ich so, ja, Scheifele, warum soll ich die denn besser verstehen als du? Ja, ihr Asiaten untereinander, ihr versteht euch da doch. Ich so, Scheifele, mach mal hin. Er nur so, Iljong, bitte tu mir den Gefallen. Die nennt mich immer Scheißele. Alles klar, Scheifele, kein Ding, sei was doch. Ich da angerufen. Tüt! Ja, mein Sinn, ja, hallo hier, Red Rock Shanghai, ja, was darf's sein? Hallo, hier, Scheifele, ich würde gerne was bestellen. Ja, ich weiß, Scheißele, ne? Krefelder Straße, was darf sein, mein Freund? Ich hätte dann gern zweimal Peking-Ente und der Name, der ist Scheifele, nicht Scheißele. Ja, ich weiß, Scheißele, ne? Du hast blutige Name, wie Kaka. Ne? Hallo, Herr Kaka, ja, mein Sinn, Herr Kaka, weißt du? Ich also, ne, nochmal, ganz, ganz ruhig, also sprechen Sie mir mal ganz kurz nach. Also der Name ist Schei. Ja, Schei. Fe. Fe. Le. Le. Richtig. Scheifele. Scheißele. Ja, das ging dann ungefähr so 10 Minuten. Sie irgendwann nur so, ey, Moment mal. Du bist nicht Scheißele. Wer bist du? Ich so, ja gut, ja, ich bin ein Freund vom Scheiße, vom Scheifele. Wie alt du? Bitte? Wie dein Name? Ich da muss ich, ne? Mein Name ist Kim, Iljong Kim. Du kommst aus Korea, ne? ja. Du bist verheiratet? Bitte? Du als Frau? Nee, ich hab keine Frau. Hallo? Ich hab schöne Tochter. Oh, meine Tochter, ne, heißt Wei Wei. Wei Wei heißt schöne Blume. Ja. Wei Wei kommt gleich vorbei, bring Essen vorbei, dann du kannst gucken, ne? Wunderschön. Nur gucken, ne? Und ganz wichtig, ja, die bringt glücklich mit. Du musst glücklich auch machen. Denn glücklich sag immer, war alt. Ja, eine halbe Stunde später stand dann auch Wei Wei vor der Tür. Wie soll ich sie beschreiben? Lucy Lou, allen ein Begriff? Ja? Gut, wie Lucy Lou sah sie nicht aus. Eher wie so ein attraktiver Ladyboy. So kann man sie beschreiben. Ja, sie drückt mir nur so stumm den Glückskeks in die Hand. Ich mach den auf, steht da drin, zu jedem Wok passt ein Deckel. Liebe Grüße von Wei Weis Mama. Gut, ja. Ich wollte gerade so klar machen, Wei Wei, das wird nichts mit uns. Kam sie mir zuvor, sie so, ey Moment mal, ja, mein Name ist Wei Wei und du bist nicht mein Typ. Denn ich mag nur Bad Boy. Und du bist nicht Bad Boy? Ich so, wie, ich bin nicht Bad Boy? Ich geb dir jetzt mal Bad Boy. Hab so meinen James Dean-Blick aufgesetzt. Sieh nur so, ah, du Bauchschmerzen? Ja? Ich kann dir Ingwer-Tee verkaufen, 3,80 €, ne? Und es hat mir zu denken gegeben. Es gibt keine asiatischen Bad Boys. Da hat sie wirklich recht. Also, wir Asiaten, wir sind ja eher so konform, gut im Badminton, haben meistens einen süßen Mackie-Haarschnitt. Wie Monchichi! Ne? Aber so asiatische Prollos, Fehlanzeige, aber nicht falsch verstehen, also nicht, weil wir was Besseres sind, nein, weil es uns einfach nicht steht. Bestes Beispiel, Pitak, ein alter Freund von mir, kommt aus den Philippinen da hinten, ne? So Filipino, 1,50 groß, kam auch so vom Hip-Hop, hat immer so auf Bad Boy gemacht, der war immer so, hey, yo! Mein Name ist Pitak, ich bin nicht klein, mein Pipi-Mann ist so groß wie mein linker Bein. Yo! Ja, ja, genau. Was soll man da sagen? Also ich muss dazu sagen, dass Pitak relativ kurze Beine hatte. Aber dick waren sie. Weil es kommt ja auch auf die Dicke an, aber das ist ein anderes Thema. Mit dem Pitak konntest du nirgendwo hingehen. Auf jeder Party hat er sich immer die 1,90-Typen geschnappt, einen auf Bad Boy gemacht. Hey, do! Der musste immer so brüllen, ne? Ja, do! Was guckst du so? Willst du Bar auf die Fresse? Du Opfer! Die wollten ihn alle nur adoptieren. Lass dich mal drücken, du Kleiner. Lack mich los, lack mich los. Das ging gar nicht. Aber es war der Alkohol schuld. Der verdammte Alkohol. Wir Asiaten sollen ja nicht so viel Alkohol vertragen, weil uns so ein Enzym fehlt. Lächerlich. Ich bin da so die große Ausnahme, das kann ich jetzt sagen.
Dankeschön, das ist jetzt keine Angeberei, ich steck so einiges weg. 5 Mancherie, kein Problem. Ja gut, bei 6 Party! 7 Filmrissgefahr, aber das kennt ja jeder von uns. Ich gebe gleich einen aus. Vielen Dank, ihr wart super. Dankeschön. Il Young Kim.